So, aber nun zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich mache das noch mal etwas größer hier. Ich arbeite oft mit Vektorgrafik und wenn ich mit Vektorgrafik arbeite, arbeite ich zu 99,99% mit Inkscape. Wenn jetzt Winnies Kopf nicht dazwischen ist, ja, genau. Inkscape ist dieser Editor und ich habe ihn auch hier schon offen, fällt mir gerade auf. Ich muss ihn nur darüber ziehen. Wo ist er denn? Na, er ist maximiert. Tada! Mein Anwendungsfall hier war ein Logo zu basteln und zwar in mehreren Variationen, nämlich einmal in der Variation, wo ist denn mein Layers-Tab hier jetzt wieder, ach Gott, da, sehr gut. Einmal in dieser Variation und uppala, einmal in dieser Variation, dass man das einmal irgendwie in klein und kompakt hat und einmal in groß und als Schriftzug. Deswegen habe ich diese beiden Schriftzüge auf einzelne Layer gepackt. Und jetzt würde ich daraus gerne jeweils ein PNG gerendert haben, weil es ja immer noch Anwendungsfälle gibt, wo man das auf eine Webseite einbinden will, die kein SVG versteht zum Beispiel oder so, oder wenn man das als PDF haben will oder so. Und dann habe ich herausgefunden, dass Inkscape sich sehr gut fernsteuern lässt, und zwar mit Verben. In dem Fall nehme ich dieses SVG, selektiere davon eine bestimmte ID, die ich gerade nochmal nachgucken muss. Moment, Basename, dies ist im Endeffekt. Ach so, ja, Makefile-Magie, genau. Okay. Genau, Make macht mir das alles automatisch. Ich will eigentlich nur mal kurz sehen, was ich da rendere. Ja, Magie. Don't ask. So, die Datei, die ich hier rendere, heißt Stratum-Null-Flut-Text-Write. Text-Write ist dieses Ersetzungszeichen hier, was Make erkennt. Deswegen heißt dieses hier auch im Endeffekt nachher Text-Write-Group. Und wenn ich mir das hier im XML-Editor angucke, Text-Write-Group, da ist sie. Genau, selektiert diese Gruppe. Nebeneffekt ist, dass dafür ein X-Server laufen muss, weil die ganze Magie in Inkscape halt so implementiert ist, dass es auf der UI aufbaut. Selektiert diese Gruppe und fit canvas to selection ist das entsprechende Verb für in den Dokumenteneinstellungen, die jetzt gerade auf dem anderen Bildschirm sind, hier raufgehen. Moment, das erst nochmal selektieren. Hier draufgehen und auf diesen Button drücken, Resize Page to Drawing or Selection. So, jetzt ist meine Page Size genauso groß wie das, was ich selektiert habe. Ich mach mal die Hilfslinien weg. So. Gut, und dann save ich das als Datei und beende das Inkscape wieder. Und danach habe ich in dieser Datei meinen Canvas angepasst und kann ihn nachher sauber von SVG in PNG oder PDF oder alles Mögliche, was mein Makefile hier macht, exportieren. Im Endeffekt ist das ein Inkscape-Export-DPI, Export PNG oder ein Export PDF. Ich habe erst gedacht, dass ich das auch, man kann ja auch hier in den Layern sagen, dass man bestimmte Layer ausblenden oder einblenden will. Das geht prinzipiell auch. Da gibt es Verben für. Aber die Unterstützung dafür ist gerade leider kaputt. Deswegen steht hier oben ein entsprechender Launchpad-Bug-Tracker-Eintrag drin. Genau, und diese Liste von Verben, die Inkscape kennt, kann es mir nicht sagen. Schade. Ach so, das heißt Verb-List, glaube ich. Ist sehr lang. Zum Beispiel alles, was man in den Menüs findet, die sind auch relativ
gut strukturiert, so wie die Menüs halt. Und dazu auch noch alle möglichen Extensions und Filters und was weiß ich nicht alles. Ja, da kann man sich austoben. Also könnte ich jetzt auch zum Beispiel sagen, ich selektiere ein Ding und sage Edit, sowas wie Löschen oder so, Delete. Edit, Delete, genau, Delete. Und dann könnte ich es speichern oder damit irgendwas anderes machen oder ja, Dinge umstrukturieren, nach oben und nach unten ziehen, zoomen. Ja, gut. Das wäre es dazu. Fragen dazu. Ja. Gibt es die Möglichkeit, Parameter einzugeben? Also sowas wie eine neue Koordinate zu setzen auf einem freien Weg? Nee, das habe ich noch nicht gefunden. Also die Verben sind immer nur, wie sagt man, ein Funktionsname ohne Parameter, so wie ich das hier sehe. Und also wenn du wirklich Dinge auf Parameter setzen willst, dann würde ich eher zu einer entweder zu einer SVG-Parsing-Library oder zu einer XML-Parsing-Library greifen. Geht das mit minus Z, also ohne Kuli? Nein, geht nicht. Ist auch extra so gesagt. Ah, hier sind meine ganzen Dinger noch drin. Wenn du sagst, also ja, du kannst natürlich das XML selber parsen auch. Das XML, was Inkscape ausgibt, das ist immer sehr regulär. Da sind die Zeilenenden schon meistens an der richtigen Stelle, sodass man es einfach mit Grip oder mit Seed umformatieren kann. Ja. Wie selektierst du denn gerade die Ebene, wenn du keinen Parameter geben kannst? Moment. Genau, Select ist nämlich extra und da kannst du einen Parameter angeben, wenn ich richtig tippen kann. Hier, ah. Select Object ID. Okay. Und diese Object IDs sind halt entweder die, die man hier in Object Properties findet, nämlich dieses hier, nicht das Label. genau, und wie gesagt, prinzipiell geht es auch mit den Layern. Die haben auch jeweils ein, sieht man jetzt wieder nicht, schade. Die Layer haben jeweils auch eine ID und ein Label. Und das sollte man nicht miteinander verwechseln. Also die ID ist in dem Fall ausschlaggebend. Aber wie gesagt, es ist leider kaputt und es ist seit, glaube ich, sogar 3 Jahren schon kaputt. Und deswegen musste ich da Gruppen einführen. Und da ich das Logo ja auch in beiden Varianten sozusagen wiederverwende, habe ich es hier auch als SVG Use, also sozusagen als Klon angelegt. Das heißt, wenn ich es jetzt hier einmal irgendwo hinschiebe, in diese Gruppe reingehe und irgendwo hinschiebe, dann verschiebe ich natürlich den Klon. Das war natürlich nicht schlau von mir. Die anderen nochmal. So, wenn ich es in der Hauptebene sozusagen, von der es geklont ist, verschiebe, dann würde es sich hier nachher nicht verschieben, genau, weil ich ja einen eigenen Transform drauf anwende. Aber wenn ich es hier zum Beispiel jetzt einmal rot mache oder so, na, komm her. Das war nicht so rot, weil ich nicht genau zielen kann, beziehungsweise weil ich wahrscheinlich auf ja, Select Stroke gehen musste. Und jetzt sind sie hier entsprechend rot. Und da auch. Jo. Klone kann man anlegen, indem man ein Objekt auswählt und statt kopieren halt klonen benutzt. Alt-D, genau. Ja, ich vergesse es immer wieder. Gut, noch weitere Fragen. Ja, ist der Dateiname ein Typo von Future oder hast du irgendeine andere Bedeutung? Das ist ein Insider, den ich vergessen habe. Okay. es hat angefangen mit einem Typo, ja. Sonst kann ich dir weitere Infos leider nicht sagen dazu.